Wizard Works. Sixteen Tons Entertainment and Wizard Works presents ...9-11 First Responders. Oh, der passt gut. Oh, das ist so geil. Ich fahre einen Riesenkran. Und spritze danach. Oh ja, so geil. Oh, schön durch die Luft fliegen. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play hier auf dem Channel. Ich spiele 9-11 First Responders. Das Ganze gab es recht günstig im Steam Winter Sale 2015. Wir haben den 7.01.2016. Mal sehen, wann das hier online auf dem Kanal kommt. Wundert euch nicht, dass das hier ganz klein minimal ruckelt. Das Spiel lief komischerweise, als ich es getestet habe letztens, mega flüssig. Ich habe es auf 16:9 gestreckt. Das heißt, wundert euch nicht, dass das Bild hier so ein bisschen breit gezogen aussieht. Und ich glaube, wir müssen auch irgendwie mal ein neues Spiel starten, weil ich habe das Ganze nämlich schon angespielt und es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich hier auf Campaign klicke. Dementsprechend klicke ich hier auf New Campaign. Nee, Moment. Vorher gehen wir nochmal zurück und speichern nochmal. Saved Game. Save? Achso, das haben wir schon gespeichert. Also gehen wir auf Campaign, New Campaign und sagen okay. Und gucken uns das Tutorial an, was jetzt lädt. Es dauert nur ein bisschen. Ich hoffe, dass das Spiel flüssig läuft. Ansonsten ist das hier einfach nur eine Testaufnahme, die nie irgendeine Sau zu sehen bekommt. Es sei denn natürlich, ihr seht das jetzt gerade, denn dann läuft es flüssig. Ich weiß nicht. Es lief flüssig im Test. Es ist, glaube ich, die 2013er Version von diesem Spiel. Weiß ich gar nicht ganz genau. Es gibt davon sogar eine 2015er oder 2016er Version. Okay. Hello and welcome to the team. I'm your new supervisor. I hope we'll make a good team. You'll receive your mission orders from me. I'll also maintain contact with you during the mission in order to give you any necessary information. Before you embark on your first mission, you should make sure you're really familiar with all the equipment. If you want to complete the tutorial, click on Training. If you click on Skip, we'll omit the training and go straight to it. It's up to you. Und da fliegt noch ein Hubschrauber vorbei. Do you want to start or skip training? Natürlich starten wir das Training. In that case, we'd better get started. Denn ich habe das Spiel schon ein bisschen gespielt und ich finde es wirklich gut. Was war? A series of missions is waiting for you. In which you will be required to extinguish fires, treat the injured, and apprehend criminals as well as other things. Each operation will give you a multitude of tasks that can change as the mission progresses. You should check these regularly during the course of each operation. The success of your mission may depend on it. So, wir kriegen eine Reihe von Missionen. Oh, da unten gerade quasi so Trainingscamp irgendwie laufen gerade so. Können wir den anklicken? Nö, können wir nicht. Na gut. Click on the flashing icon to open this crap here. Und click on the icon to close it. Yay, geil, das war ja schon mal eine super Mission. Ja, hier oben in diesem Ding hier können wir nämlich sehen, ja, wir sollen uns eine Overview verschaffen. Wir können nämlich hier, move the cursor to the edge of the screen. Nee, da und da und da und da. So. So. Außerdem kann ich auch mit den Cursor-Tasten scrollen, das geht wesentlich schneller. Aber dabei wird einem auch so ein bisschen schlecht. Wahrscheinlich liegt das einfach daran, dass ich müde bin. So. To rotate the camera, Center-Maus-Button und dann einmal... Das Problem ist, dass das Kackding ist invertiert. Das heißt, ich komme damit überhaupt nicht klar. Wer invertiert denn so einen Müll? Wenn ich die Maus nach links... nein, für euch ist... Nee, Moment, für mich ist links da. Da ist links. Wenn ich die Maus nach da bewege, für euch ist links wahrscheinlich da, wenn ich mich nicht gespiegelt habe. Auf jeden Fall, wenn ich die Maus nach links bewege, soll sich das Bild auch nach links bewegen und nicht umgekehrt. To zoom camera closer. Ja, Mausrad rein, Mausrad raus. Rein, raus, rein, raus. Ups, was ist denn da jetzt los? Station 1.
Okay. Wir benutzen unseren Feuersimulator, um Leute zu trainieren, Feuer in Gebäuden zu löschen. Du hast nur eine limitierte Anzahl an Personal. So, dann heißt, wir öffnen das Vehikelmenü und klicken auf das Feuerwehr und dann können wir hier, klick, können wir zwei Leute an einen Ort schicken. Press Keyhole. So, da ist unsere Feuerwehr. Die klicken wir mal an. Und dann sollen wir die da hinschicken. Das heißt, rechte Taste, einmal da hinschicken. So. Ah, da höre ich ihn schon. Tatü, tata. Die Feuerwehr ist da. So, jetzt können wir die aussteigen lassen, indem wir einfach rechtsklicken auf den Wagen. So, jetzt können wir den hier auswählen. Und hier, da können wir ihn was machen lassen. Wir lassen ihn den Schlauch holen. Keine Ahnung, was der machen soll. Und der hier kann dann den Schlauch an den Hydranten anschließen, da zum Beispiel. Ja, da kann man hier unten auch draufklicken, aber Standardaktion für den Hydranten ist nur mal Rechtsklick. Schlauch anschließen, wenn der Typ einen Schlauch in der Hand hält. Und dementsprechend kann man hier auch Rechtsklick aufs Haus machen, dann fängt er an, da das Haus zu löschen. So. Ja, gut. Es dauert jetzt ein bisschen und irgendwann ist die Flamme aus. So. Das heißt, er kann hier mit der rechten Taste das wieder disconnecten vom Feuerhydranten. Und dann können wir ihm das abstellen lassen. So, und das war's auch schon für diese Feuerlösch-Tutorial-Mission. Schauen wir einfach mal. Da ist gerade ein Kran am Auto durch die Gegend transportieren. Station Nummer 2. Wir sollen jetzt wahrscheinlich in dieses Gebäude rein. Und ich höre schon so ein rauchiges Geräusch. Gut, jetzt zur nächsten Station des Trainings. Hier ist eine verletzte Person in diesem Gebäude wegen Rauchvergiftung. Das Gebäude ist mit Rauch gefüllt. Jetzt ist es essentiell, das Opfer so schnell wie möglich zu befreien und zu behandeln. Du musst das machen, ohne dein Personal zu gefährden. Das heißt, die erste Regel ist, was auch immer du tust, die Crew-Sicherheit geht vor. Das heißt, wir brauchen einen Doktor und dementsprechend können wir hier Medic, hier Krankenwagen, können wir hier an den Ort schicken, rechte Taste. So, der kommt jetzt gleich und wir müssten hier auch einen Techniker haben, der hier dieses blinkende Ding knacken kann. Das heißt, lassen wir mal aussteigen und das hier ist der Techniker, der kann hier mal eben kurz die Torsteuerung hacken. Und dann können wir den Feuerwehrmann, der zufällig eine Atemschutzmaske trägt, in das Gebäude schicken. Ja, das dauert jetzt ein bisschen und zack, er hat's gehackt. Das heißt, den klicken wir an und den schicken wir ins Gebäude rein. Jo. Die haben es alle nicht eilig in diesem Spiel, dementsprechend lassen die sich Zeit. Und sofort, wenn jemand im Gebäude ist, können wir auch ins Gebäude reingucken. Denn solange da keiner drin ist, können wir nicht reingucken. Es sei denn... Es gibt noch eine Ausnahme, aber die erzähle ich später. Wir können jetzt hier erstmal den rechtsklicken, dieses Opfer in Anführungszeichen, und können ihn dann hier draußen hintragen. Das mache ich auch mit der rechten Taste. Dementsprechend trägt er den dahin und dann kann ich den da auch ablegen gleich. So, einmal ablegen. Auch wieder mit der rechten Taste. So, da liegt das Opfer und jetzt können wir unseren Mediziner hier mal hinbeordern. Der guckt sich dann quasi das Opfer an und jetzt sehen wir hier, wie es dem Opfer geht. Also wenn das ein echtes Opfer wäre, dann würde hier ein Bild von dem erscheinen. Und hier der rote Balken füllt sich. Und irgendwann ist hier oben quasi der Transport fähig, sodass wir den abtransportieren können. Ja, ja, der labert da auch, bla bla, cannot be moved und so weiter. Wir müssen halt warten, bis dieser Energiebalken voll ist. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob die Symbole irgendwie heller werden oder so. Aber auf jeden Fall können wir den dann... Weil das Problem ist nämlich, solange der nicht transportfähig ist, könnte der sterben, wenn wir ihn auf eine Bahre packen. So. Mal sehen. Ja, der Balken ist voll. Theoretisch könnten wir den jetzt auf die Bahre packen, indem wir mit der Bahre hier auf den rechts klicken. Mit der linken Taste generell wählt man Sachen an. Mit der rechten Taste schickt man die Leute irgendwo irgendwas tun. So, jetzt haben wir den da hingepackt. Jetzt können wir den auch da reinpacken in den Wagen. Im Tutorial darf ich jetzt noch nicht auf die anderen Personen klicken, weil ich erst warten muss, bis die Aktion abgeschlossen ist. Können wir auf den klicken und ihn auch in den Wagen schicken. So, dann latscht er in den Wagen rein. Du-di-du-di-du-di-du. Zack. Und dann können wir den Wagen einmal mit Rechtsklick zum Headquarter zurückbeamen. Ist ein Tutorial. Normalerweise würde der jetzt wegfahren. Ab zum nächsten Part.
ist Flugzeug egal. Hinter dieser lustigen Fassade versteckt sich eine Geiselsituation. Okay. You've reached the last station on the training field. So, jetzt, wo wir an der letzten Station dieses Training Grounds angekommen sind, gibt es eine Simulation mit einer Geisel in einem Gebäude. In einer echten Mission würde man natürlich mit dem erstmal verhandeln durch einen sogenannten Profiler. In dieser Trainingsmission nehmen wir mal an, dass es fehlgeschlagen. Dementsprechend gibt es nichts anderes zu tun, als den Kidnapper zu neutralisieren, um die Geiseln zu retten. Aber Achtung, wir dürfen die Geiseln nicht in Gefahr bringen. So, das heißt, wir wählen den Typen hier an und den schicken wir einfach mal rein. Das ist ein Scout, beziehungsweise den schicken wir nicht rein. Das ist diese Sonderregelung. Der explort hier jetzt quasi über irgendwelche mysteriösen Hacking-Skills und wir können ins Gebäude sehen, ohne dass da jemand von uns drin ist. Das ist nämlich die Sonderregelung. Wir müssen nicht immer jemanden reinschicken. Wir können auch so einen Profiler anfordern. Das heißt, wir wählen jetzt hier so einen Polizisten. Und lassen den mal eben eine Stun-Granate holen aus dem Einsatzfahrzeug. Davon haben wir zum Glück endlos. Nur kosten die, glaube ich, Geld. So, dann wählen wir den SWAT-Typen an. Achso, wir können die beide anwählen, indem wir Control-Click machen auf beide. Und dann schicken wir beide da rein. Man kann hier unten übrigens mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 kann man einzelne Gruppen von Leuten sozusagen gruppieren, damit man dann, was weiß ich, die kranken Leute oder irgendwie die, wie hier eben, da reinschicken kann. So. Jetzt läuft hier ein lustiger Film ab. Das heißt, wir klicken jetzt erstmal keinen an, klicken ihn an und wählen Werfe Granate und werfen die ungefähr hier hin. So. Mal sehen. Pam, das hat den jetzt gestunt. Oh nein, dem geht's nicht gut. Das heißt, wir gehen mit dem Scharfschützen und knallen den ab. And fire by right-clicking. Abknallen, sagte ich. Abknallen? Abknallen? Abknallen. Ach, rechts. Very good. Ah, ich habe links geklickt. Peng, tot. So, wir haben natürlich total nachgedacht und unter Kontrolle gehandelt. Er glaubt, dass wir da uns sehr schnell reinfinden werden. Und jetzt präparieren wir uns für die echte erste Mission.